Wohin man auch sieht, Bio ist auf dem Vormarsch und zwar nicht nur auf dem Teller, sondern auch auf der Haut. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 580 Millionen Euro für Naturkosmetik ausgegeben und der Markt, der wächst jedes Jahr um die 10%. Ist Bio bzw. Naturpflege aber tatsächlich besser als Produkte aus dem Chemielabor? Das weiß Hautärztin Dr. Yael Adler gleich zu Gast bei uns in ZIP. Hollywood-Schönheiten wie Nicole Kidman und Gwyneth Paltrow, Superstar Madonna, sie alle schwören angeblich auf Naturkosmetik. Und auch in Deutschland greifen immer mehr Kunden zu Pflegeprodukten, die keine Chemie, sondern nur rein natürliche Inhaltsstoffe enthalten. Doch längst nicht überall, wo Natur draufsteht, handelt es sich um Naturkosmetik. Denn dieser Begriff ist rechtlich nicht geschützt. Verbraucher können kontrollierte Naturkosmetik an Siegeln erkennen. Weit verbreitet sind das Zeichen des Bundesverbandes Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen und das Neuformsiegel der Reformhäuser. Unternehmen, die diese Gütezeichen verwenden, verpflichten sich unter anderem, möglichst Rohstoffe aus biologischem Anbau zu nutzen und auf künstliche Farb- und Duftstoffe zu verzichten. Ja, und jetzt gehen wir da noch mehr ins Detail gemeinsam mit Dr. Yael Adler. Ganz herzlich willkommen bei uns. Wir haben ja jetzt schon ein paar wichtige Fakten gehört. Wodurch unterscheiden sich denn Naturkosmetikprodukte noch von chemisch hergestellten, also mit chemischen Inhaltsstoffen versehenen? Die verwendeten Stoffe sollten aus der Natur sein, von Pflanzen, mineralischen Ursprungs beispielsweise, sollten biologisch angebaut werden. Es wird auf Gentechnik verzichtet. Mhm. Ja, und Tierversuche, die sollten auch vermieden sein. Die da dürfen in diesen Substanzen keine Rolle gespielt haben bei diesen Stoffen. Nun kaufen ja Verbraucher Cremes zum Beispiel nicht nur, um mal ein bisschen Geld für Cremes auszugeben, sondern sie erhoffen sich natürlich eine bestimmte Wirkung. Und da hat natürlich die Werbung für Produkte, mit denen wir alle schon lange vertraut sind, uns einiges voraus. Also da wird versprochen, dass dolle Effekte erzielt werden. Kann Naturkosmetik da mithalten mit den ganz, ganz teuren Cremes? Sie kann mithalten. Viele der Inhaltsstoffe sind dieselben. Mhm. Nur eben achtet man darauf, dass sie biologisch wirklich überprüft worden sind. Zum Beispiel Retinol oder Vitamin E und Vitamin C, Coenzym Q, Harnstoff. Das sind alles Substanzen, die sowohl in Industriekosmetika als auch in Naturkosmetika vorkommen. Insgesamt muss man allerdings sagen, Kosmetik schafft nicht, zum Beispiel Anti-Aging, so effektiv, wie man selber es schaffen könnte, wenn man sich einfach genug vor Sonne schützt, nicht raucht, sich gesund ernährt, Sport macht und schön schläft. Ach, wie schade, man muss doch was tun. Kann man denn sagen, dass Naturkosmetik hautverträglicher ist als die andere? Nein, das kann man gar nicht so sagen. Natürlich, in Industriekosmetik sind viele chemische Substanzen, auf die kann man mit Irritationen und Allergien reagieren. Dasselbe kann man aber auch bei Naturkosmetika haben, denn da sind viele Pflanzenstoffe drin, die teilweise gar nicht bekannt sind in ihren Einzelunterstoffen und wo man auch sehr allergisch oder mit Irritationen reagieren kann. Da sind alkoholische Extrakte, das trocknet die Haut aus. Also ganz sicher ist man damit leider auch nicht. Gibt es denn trotzdem bestimmte Substanzen, von denen man ganz genau schon weiß, dass die Allergien auslösen können? Ja, zum Beispiel Kamille, die eigentlich auch gut wirkt, aber eben im Einzelfall eine Allergie machen kann. Oder Ringelblume, das ist die Calendula, was man auf Babypopos sehr gerne schmiert. Oder Efeu-Extrakte. Mhm. Perubalsam, ganze Menge. Aber die müssen ja bestimmt deklariert, also ausgewiesen werden. Das heißt, da könnte ein Blick auf die Verpackung helfen. Das hilft, nur nicht immer ist es natürlich so eindeutig zu sehen. Es ist klein geschrieben oder auch in Englisch. Also für den Verbraucher kann es sehr schwer sein, wirklich rauszufinden, was da so drin ist. Wenn man allerdings eine bekannte Allergie hat, dann kann man ja auch genau vergleichen mit seinem Allergiepass, ob die Substanz da drin ist. Genau, und von den Substanzen, bei denen man jetzt noch nicht ganz genau weiß, wie sie wirken, im Verbund mit der Haut, kann man ja einige auch ausschließen, indem man nämlich begrenzt Produkte verwendet und seine Naturkosmetik selbst herstellt. Es muss nicht immer die berühmte Gurkenmaske sein. Die Natur bietet noch viele andere Schönmacher. Das wussten schon die Menschen in der Antike. Kleopatra soll sich mit einem Badezusatz aus Ei, Milch und Olivenöl entspannt haben. Apfelscheiben sorgen angeblich für einen rosigen Teint. Eine Packung aus gestampften Kartoffeln wirkt entschlackend. Sie entzieht dem Körper Giftstoffe. Ananas eignet sich für die robuste Haut. Sie befreit von lästigen Schuppen und wirkt straffend. Und ein Gesichtswasser aus pürierten und durchgesiebten Gurken reinigt und spendet viel Feuchtigkeit.
Ja, lauter tolle Sachen, über die sich nicht nur die Haut, sondern auch der Magen freut. Und das könnte man jetzt hier auch für so ein leichtes Abendbrot halten. Ja. Ist es aber nicht. Was haben wir damit vor? Ja, wir haben hier Weizenkleie und ein bisschen Kamillentee. Und daraus kann man sich ein Peeling machen, wenn man das etwas anfeuchtet und eine breiige Konsistenz erzielt. Damit kann man sein Dekolleté oder Gesicht abreiben. Das ist hier schön körnig. Und da macht man sich einfach diesen physikalischen Effekt zunutze, aber auch Weizenkleie spendet Feuchtigkeit und hat antientzündliche, Antijuckreizwirkung. Gut, also den Verbund Tee und Weizenkleie, den würde ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht zum Abendbrot genehmigen, aber mit den anderen beiden Sachen, da ginge das schon eher, nämlich Quark und Honig. Quark und Honig verwendet man, neben den Kamillentee zur Hautberuhigung natürlich nach dieser mechanischen Reinigung verwendet hat. Da vermischt man diese beiden Substanzen, die sind wirklich sehr appetitlich. Das macht man genauso wie das Frühstücksjoghurt. Und da wirkt der Honig, der hat Vitamine, der wirkt antibakteriell, er stabilisiert den Säure-pH-Wert der Haut und spendet viel Feuchtigkeit, weil das Zucker, die 24 Zucker, die da teilweise drin sind, ziehen richtig schön Feuchtigkeit. Und das kann an die Haut abgegeben werden. Und Quark ist natürlich kühlend und ebenfalls feuchtigkeitsspendend. Genau, wie lange muss das draufbleiben? 10 Minuten. Gut, na, was macht man da in der Zeit? Fernsehen schauen. Zum Beispiel, wenn die Augen nicht bedeckt worden sind, selbstverständlich. Worin bestehen denn die Vorteile von selbstgemachter Kosmetik noch? Also wir haben gerade gesehen, man kann Sachen verwenden, die man ohnehin zu Hause hat und sie halten sich auch. Müssen sich nicht lange halten. Nein, das ist der wichtige Punkt. Es ist günstig, man kann sie verspeisen, wenn man möchte. Der Vorteil jeder Kosmetik, ob selbstgemacht oder Naturkosmetik oder anderer Kosmetik, ist, wenn sie wenig Inhaltsstoffe hat. Je übersichtlich die Rezeptur, desto besser. Dann auch weniger Gefahr für die Haut. Ja, denn kommen wir nochmal zurück zu den Naturkosmetikprodukten, die im Handel angeboten werden. Die enthalten ja keine synthetischen Konservierungsstoffe. Kann das unter Umständen auch problematisch sein? Konservierungsstoffe können grundsätzlich die Haut reizen. Die Naturkonservierungsstoffe sogar etwas weniger als die industriell gefertigten. Sie schützen natürlich vor dem Verderben eines Produktes. Wenn ein Produkt verschimmelt, dann hat man auch wiederum negativen Effekt. Dann kann die Haut gereizt werden, man kann Entzündungen bekommen und das will man nicht. Deswegen ist eine Konservierung manchmal gar nicht schlecht. Wenn man darauf verzichtet, weil man eben jegliche Gefahr von Konservierungsstoffen vermeiden will, dann muss man sehr vorsichtig sein, also mit sauberen Fingern nur rangehen, wenn man einen Tiegel benutzt oder am besten so einen Holzspatel verwenden, um das zu entnehmen. Die Substanzen im Kühlschrank lagern oder man nimmt eben etwas aus einer Creme, aus einer Tube, wo man eben nur eine kleine Menge herausdrückt und der Rest bleibt schön sauber. Genau, jetzt haben wir uns ganz intensiv um die Haut gekümmert, aber die Haare, die können ja auch mit Naturkosmetik verwöhnt werden. Henna ist zum Beispiel ein guter Farbstoff. Empfehlen Sie das uneingeschränkt? Leider nicht. Henna an sich wäre eine tolle Idee, aber man findet fast keine Präparate mehr, wo Henna rein vorkommt. Das ist also meistens verunreinigt mit sogenannten aromatischen Aminen, die giftig sind, die krebserregend sind, das Erbgut schädigen und auch schwarzen Farbstoff, der eigentlich aus der Chemie kommt, Paraphenylendiamin, und es gibt auch sehr viele Allergien dagegen. Und leider sind auch in den Naturprodukten mit Henna die Substanzen mit drin und sind genauso schädlich wie die chemischen Haarfärbemittel. Gut, also man muss eine Entscheidung treffen, ne? Und man kommt vom Regen in die Traufe. Ganz herzlichen Dank für Ihre guten Tipps. Und die finden Sie auch nochmal schriftlich bei uns im RBB-Text auf der Seite 360 und im Internet unter rbb-online.de/zip. Und gleich noch ein Fernsehtipp für heute Abend von mir. Wenn Sie auf Tempo